Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde der Sonne, und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Booth the Woods. Ich bin tatsächlich immer noch ein bisschen schockiert über die. Wie sieht das denn hier aus? Über die Geschehnisse von der letzten Folge. Ich habe Ende der letzten Folge das ebenfalls nochmal erklärt, beziehungsweise gesagt, dass ich total baff bin, tatsächlich, dass sie dem Richter erzählt hat, dass Espens Vater sie und Espen geschlagen hat, obwohl sie ihn so nie geliebt hat, ihm den Arm gebrochen hat, tatsächlich. Und weiß der Geier, was noch? Dann hat der Vater, hat der Richter gesagt, sie nähern sich ihrem Sohn und ihrer Ex-Frau nicht mehr 60 Meter, Schule, Arbeitsplatz, at home, etc. Wahnsinn, und das hat ihn so fertig gemacht, dass er sich selbst das Leben genommen hat in seiner Wohnung ein oder zwei Tage später. Und jetzt hat sie Schuldgefühle ohne Ende. Ich weiß tatsächlich gar nicht. Espen hat sie ja, glaube ich, gesagt, der Vater wollte nicht. Es ist eine krasse Story. Ich habe Gänsehaut und ich bin wirklich sehr enttäuscht von ihr. Also, holy shit, ich hätte nicht gedacht, dass sie das drauf hat, dass es überhaupt jemand drauf hat. Obwohl, ja, bestimmt, klar. Oh, ich bin gerade ein bisschen schockiert. Und mir fehlen echt gerade die Worte. Und ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ich bin jetzt einfach mal straight irgendwo lang gerannt. Oh lol. Sieht irgendwie cool aus, ne? Mit den bunten Farben so. Boah, ey, mir brettert es gerade alles weg, ne? Weil ich das einfach echt so richtig schlimm finde. Vor allen Dingen, und deswegen hat er sich umgebracht, ne? Er hat nicht immer. Also, ja, er hat die Chance. Holy Christ! Oh my God! The wolf is real! Ja. Er hat. Gut, okay, er hat halt keine Chance mehr gesehen zu kämpfen, ne? Weil ich gerade sagen wollte, er hat nicht mal versucht zu kämpfen, aber. Wieso? Weil es hätte einfach nichts gebracht. Eine Aussage gegen Aussage, es ist einfach so. Es ist einfach so. Und Frauen können wirkliche Mistviecher sein. Sie können wirkliche Mistviecher sein. Es ist so, ne? Sie können einfach sagen, der Boy hat mich angefasst, der Boy hat mich geschlagen. Wumms. Glaubt man ihr? Weil er kann es natürlich nicht. Wer kann das Gegenteil nicht beweisen, ne? Logisch. Und oh, schon bist du als Mann, hast du da richtig die Arschkarte. Nicht weiter, oder? Na, da kannst du das Leben innerhalb von kürzester Zeit. Ach, da oben geht's lang. Entschuldigung. Kannst du, wie gesagt, in kürzester Zeit oder ganz schnell das komplette Leben dieses Mannes zerstören. Ja, aber echt irgendwie schön aus, ne? Na, jetzt bin ich mal gespannt. Und ihre Aussage dann auch noch. Ja, von mir aus, Eric kann ihn haben. Ich will nicht mehr. Holy shit, also. Abend. Renn doch hin. Come away
No, Espen, you don't. There are other children. It doesn't have to be you. Shut your mouth, you fucking coward. He's just doing his job. He's been protecting us, all of us. Look at him. He doesn't want to do it. Espen, I love you. And I'm proud of you. You're very brave. But I don't want you to do this. Please. Please. I need you. I love you, Mom. And I'm proud of Espen? You, too. No, don't. Espen, no! Sind alle reingestürzt, oder? Was ist denn das jetzt aber? Come on, Espen! Come on! Komm, please. Komm schon, Espen! Das please. Schaffst du! Du bist ein starker, please. Junger Boy! Du wolltest auch von alleine dahin! Komm, komm, wir wollen dich nicht verlieren! Come on, bitte! Espen, komm schon, bitte! Du kannst nichts dafür, dass du so eine Mutter hattest! Die willst ja irgendwie wieder gut machen, obwohl... Please. Wenn der Ditter fährt... Das geht so zu spät, oder? Oh Leute, echt jetzt? Man kann so künstlich in die Länge ziehen. Zu akzeptieren? Oh nee, 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 der macht schon ein bisschen weiter. Aber tot ist. Kannst du mal ein bisschen kurz probieren? Okay, wir machen jetzt noch bis zum Einmal, wo sie so mit dem Ellenbogen drauf donnert und dann ist rum. Der ist echt tot, hä? Espen. I'm sorry. I love you. I love you, little man. Goodbye. Be safe. In town halls and libraries, in hairdressers and bars, are people who will never know what Espen did for them. What he did for all of us. The world moves on as it always has, arrogantly, without a care. But it comes with a price. I couldn't save my marriage, and I couldn't save Espen, but he saved us. He protected all of us for a time. He was a little boy, my beautiful son. And I had to kiss him goodbye. I feel like my heart will never mend. He was better than me in every way I can think of. I don't know where he wanders or where he's going all alone.
Avery is. I'm so proud of him. I loved him so much. I ached. I love him still. Espen was my favorite thing. My best friend. And I lost him. We lost each other. And I don't know if I can forgive myself. But now, I can forgive Espen. I'm not going to pretend I was a good mother, but I raised a good son. Now, all I have to do is make sure his sacrifice meant something. Holy shit. Holy shit, da hatte ich jetzt zum Schluss den Job angenommen. Die hat einfach hart, wie sie ist, den Job angenommen. Und jetzt sucht sie die Kinder für den Wolf. Holy shit, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Also, nee, ganz ehrlich, damit hätte ich wirklich nie gerechnet. Ich dachte, okay, ja, ist dumm gelogen. Ich dachte, dass er so wieder aufwacht, habe ich jetzt persönlich gedacht zum Schluss. Gut, dann dachte ich, okay, jetzt ist er wirklich tot. Passiert. Warte.
Mal, ich bin mal ganz kurz leise. Also die... Mal hier ist so... Nee, Helligkeit auch nie. Egal, ich bin es jetzt eh nicht mehr. Machen wir es so. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist der Sohn tot. Ist ein bisschen blöd tatsächlich. Hätte ich jetzt nie gedacht. Ich hätte mir eher gewünscht, dass die Mutter eventuell stirbt. Also wenn die noch sterben sollte, dann sollte sie sterben. Und der Sohn sollte ein glückliches Leben weiterhin führen. Aber leider Gottes hat er sich geopfert und ist gestorben. Und jetzt macht die Mutter das. Eiskalt, wie sie ist. Ich muss dazu sagen, zu Truth the Woods... Ich muss sagen, wo ich gestern angefangen habe zu spielen, der Anfang war ganz gut. Also, wo auf einmal der Sohn weg war im Dunkeln, dann muss man so durch so einen dunklen Wald laufen. So. Damit hätte ich ein bisschen mehr Action erwartet, beziehungsweise mehr gruselige Stimmung ein bisschen. Aber gut, okay. Und dann wurde einfach das Spiel meiner Meinung nach bis zu der Hexe und danach, also ich sag mal bis zum... Ja, eigentlich bis zu der Stelle mit der Hexe. Ich glaube schon. Ich glaube bis zu der Hexe. Sagen wir mal bis zu der Hexe. Meiner Meinung nach nicht ganz so spannend. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft oder ein bisschen mehr gerechnet. Es war eine coole Passage. Es war an sich ein sehr, sehr cooles Spiel. Hätte ich das aber so vorher gewusst, ich weiß nicht, ob ich es gespielt hätte, weil meiner Meinung nach war bloß der Ende jetzt so der ausschlaggebende Punkt, wo ich jetzt nochmal ein bisschen gehypt worden bin von dem Spiel tatsächlich, wo ich einfach jetzt gesagt habe, okay, das Spiel ist an sich ja doch nicht ganz so schlecht. Zum Schluss, wo eben halt ein bisschen mehr Story kam, weil am Anfang oder so in der Mitte, beziehungsweise vom Anfang bis Mitte, war halt nur so die Geschichten von den Dorfbewohnern, ne? Und jetzt halt zum Schluss kam ja so die Story mit der Mutter. Ich hätte mir halt gewünscht, dass es halt so ein bisschen mehr über das Spiel hin verteilt ist, damit man so zwischendurch halt auch mal so gehypt ist, so wie, was, die hat den Arm gebrochen, wieso? Und blablabla. Dann so zwei, drei Passagen später kommt dann halt, dass, ja, dass die halt die Scheidung war, also so, ne, so ein bisschen verteilt und ein bisschen mehr mit Story. Das wäre halt, das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber an sich ein sehr, sehr schönes Spiel. Atmosphäre war auch sehr schön. Von der Spielart und Weise her war es auch sehr schön. Es war mal was anderes Horrormäßiges mit den Troll, Hexe, bla bla. Ich muss mal hinterher nachlesen oder mal nachschauen, was es mit dem Seemonster war. Ob das Seemonster tatsächlich angreift oder ob es einfach nur da ist, so wie bei uns. Oder ob wir einfach wirklich bloß Schwein hatten tatsächlich. Aber ja, wie gesagt, so im Großen und Ganzen war es. Es war okay, das Spiel. Und meiner Meinung nach wurde es jetzt erst zum Schluss so ein bisschen geil und so gehypt, wo ich dachte, oh scheiße, jetzt muss ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ja, das Spiel ist an sich sehr schön. Ja, sagen wir es mal so, ein sehr schönes Spiel, Atmosphäre, sehr ruhig. Wie gesagt, ich bin ja eher so eine, ich brauche ein bisschen mehr Action, beziehungsweise Action nicht, ich brauche mehr Jumpscare, mehr ein bisschen Gruselstimmung, ich muss mir einscheißen, auch obwohl nichts passiert. Oder wenn ab und zu mal schnell ein kleiner Jumpscare passiert oder irgendwie. Aber im Großen und Ganzen, ja. Ich bereue es nicht, dass ich es gespielt habe, aber ich, ja, ist okay, das Spiel. Ja, also ihr habt es jetzt gesehen, ihr habt jetzt einen Eindruck von dem Spiel bekommen und ob ihr es selber mal spielen wollt, könnt ihr ja gerne selber entscheiden. Wie gesagt, ich tue ja immer die Spiele unten in die Infobox mit rein bei Steam und von der Warte her, genau. Ja, sehr schön. Also... Hut ab. Pickel 0. Achso. Pickel 0, 1. Und Büro. Russland. Das sind jetzt hier die ganzen. Kapitel 2 war ganz schön groß. Kapitel 3 war gar nicht so lang. Nicht wie Mensch. Achso, das war das hier. Mit dem Wolf. Und dann. Kapitel 4 und, ja gut, Kapitel 5 war dann so das Ende, okay. Ja, gut. Also, wie gesagt, an sich war es ein sehr, sehr gutes Spiel, war okay. Ja, abgehakt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wart auch ein bisschen mit so gespannt und, wie gesagt, eure Meinung würde mich natürlich auch interessieren. Ja, mal sehen. Ja, Truth the Woods.
An dieser Stelle bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Ja. Vielen, vielen Dank und mal sehen, wie es noch so wird. Was noch alles so kommen mag und wie es sich das alles jetzt entwickeln wird. Mal gucken, vielleicht passiert alles zeitnah sehr, sehr schnell. Vielleicht geht auch noch einiges ein bisschen in die Länge. Mal gucken. Unten in der Infobox steht ebenfalls alles drin, ob Twitter, Discord oder Instagram, schreiben wir tatsächlich nicht so viel rein. Aber Twitter und Discord erfahrt ihr eigentlich immer so die ganz neuen News bezüglich unserer Veränderungen und wie was so abgeht. Und deswegen, ja, ich laber jetzt hier, tue das Video nicht künstlich in die Länge ziehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut. Bye, bye.